und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal ein Unboxing. Ich habe bei Futterparadies bestellt. Das ist keine Werbung, aber ich möchte euch gerne mal ein Haul geben. Erstmal habe ich das Paket aufgemacht. Das erste, was mitgekommen ist, ist dieses Baumwollstreu. Das möchte ich für Frodo gerne als Nistmaterial verwenden. Dieses kommt jetzt erstmal mindestens 3 Tage in das Gefrierfach, damit man sich sicher gehen kann, dass keine kleinen Krabbler mehr drin sind. Was auch mindestens 3 Tage in das Gefrierfach kommt, sind diese Wiesenblüten. Ich wollte einfach gerne welche bestellen, da die gut als Deko aussehen. Frodo mag an sich keine Blüten zum Essen, aber als Deko machen sie sich wirklich super. Ein absolutes Highlight der Bestellung ist aber diese Korkröhre. Ich freue mich wirklich total, dass ich nun eine haben kann, denn ich habe mir schon ziemlich lange eine gewünscht und Korkröhren finde ich einfach ein super Naturmaterial. Ich bin echt total gespannt, wie Frodo auf die reagieren wird. Ich habe den erstmal versucht aufzumachen, dann habe ich die Korkröhre einmal ausgebacken. Ihr könnt da entweder Umluft oder Ober-Unterhitze nehmen. Dabei 100 Grad und eine Stunde lang. Werft zwischendrin beim Ausbacken aber immer einen Blick auf die Korkröhre. Und so sieht die Röhre dann im Gehege aus. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen.